Hallo zusammen, du bist hier auf Petras 365 Tage Wunder Podcast gelandet und los geht's. Die Lektion 102 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Der heutige Leitgedanke lautet: Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Erstens. Du willst nicht leiden. Vielleicht denkst du, dass du mit Leiden etwas erkaufen kannst und vielleicht glaubst du immer noch ein wenig, es erkaufe dir das, was du willst. Doch sicherlich ist dieser Glaube jetzt erschüttert. Zumindest so weit, dass du ihn in Frage stellst und vermutest, dass er wirklich keinen Sinn ergibt. Es ist noch nicht vergangen, aber jetzt fehlen ihm die Wurzeln, die ihn einst fest in den dunklen und verborgenen, geheimen Winkeln deines Geistes verankert hielten. Zweitens. Heute versuchen wir, seinen geschwächten Halt noch mehr zu lockern und zu begreifen, dass Schmerz zwecklos ist, keine Ursache hat und keine Macht, irgendetwas zu erreichen. Er kann dir rein gar nichts erkaufen. Er bietet nichts und existiert nicht. Und alles, was er dir nach deiner Ansicht bietet, entbehrt der Existenz, ganz wie er selbst. Du bist Sklave des Nichts gewesen. Sei heute frei, dich dem beglückenden Willen Gottes anzuschließen. Drittens. Einige Tage lang wollen wir unsere stillen Zeiten noch weiterhin auf Übungen verwenden, die als Hilfe für dich angelegt sind, das Glück, das Gottes Wille in dich legte, zu erreichen. Dieses ist dein Zuhause und hier ist deine Sicherheit. Hier ist dein Frieden und hier gibt es keine Angst. Hier ist Erlösung. Hier ist endlich Ruhe. Viertens. Beginne heute deine Übungszeiten damit, den Willen Gottes für dich so zu akzeptieren. Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will, und nehme es jetzt als meine Funktion an. Dann suche tief in deinem Geist nach dieser Funktion, denn sie ist da und wartet nur auf deine Wahl. Du kannst sie nicht verfehlen, wenn du lernst, dass sie deine Wahl ist und dass du Gottes Willen teilst. Fünftens. Sei glücklich, denn Glück ist deine einzige Funktion hier. Du brauchst nicht weniger liebevoll zu Gottes Sohn zu sein als er, dessen Liebe ihn so liebevoll schuf wie sich selbst. Halte außer in den stündlichen 5 Minuten heute oft inne, um dir zu sagen, dass du jetzt das Glück als deine einzige Funktion angenommen hast und sei versichert, dass du, wenn du dies tust, dich verbindest mit dem Willen Gottes. Auch hier möchte ich wieder noch ein paar Worte sagen. Für mich ist auch ganz wichtig, zu verzeihen und zu vergeben. Das heißt nicht, dass ich mich auf einen Sockel stelle und sage, ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Und nein, das ist damit nicht gemeint. Verzeihen heißt für mich loslassen. Und loslassen und verzeihen ist für mich das Gleiche, aber in einer anderen Betrachtungsweise, sondern zum Beispiel, wenn ich verzeihe, dann lockere ich den Griff der Schuldzuweisung dem anderen gegenüber. Ich lasse los, ich mache frei, ich lasse die Faust mache ich auf und lasse den Käfer, der da vielleicht drin ist, fliegen. Vielleicht kennst du den Film Die Hütte und da geht's, das Bild kam mir heute sofort, das Loslassen, Verzeihen ist Loslassen und nicht sich auf einen Sockel zu stellen und sagen, ja, ich verzeihe dir jetzt, ich bin der Gute. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, den Griff zu lockern, den Griff dem anderen die Schuld zuzuweisen, der dir nichts angetan hat, das bist nur du selber oder ich selber. Niemand anders tut das. Und wenn ich den Griff aus den Gedanken loslasse, er hat mir irgendwas angetan, das ist einfach nicht richtig und loslassen, die Hand öffnen und den Käfer fliegen lassen. In diesem Sinne, hab einen wunderbaren Tag und bis morgen.